Hey, meine Rabe, oh Gott, herzlich willkommen. Heute kommt ein Video, was wir vermutlich schon eigentlich vor Monaten hätten drehen sollen. Aber hier bin ich, Leute, und ich reagiere heute mal auf YouTuber-Songs. Wir werden Songs über mich dabei haben, wir werden natürlich die Lieder dabei haben, aber wir starten mit dem wohl bekanntesten YouTuber-Song aller Zeiten. Es ist Burger Pommes. Es ist Burger Pommes Song. Wir gehen mal rein. Ich kenne natürlich den Song schon, ist logisch. Wer kennt ihn nicht? Aber wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. Wir wollen uns hier ein möglichst neutrales Urteil erlauben von Lukas Brawl Stars, iCrimex und Marvin Vlogged. Ganz kurzer Disclaimer, bevor wir in den Song reingehen. Aber das hat mit dem Song jetzt so gesehen nichts zu tun. Aber Videos mit dem 7-Jährigen zu machen, der so jung ist, dass er noch keine Zähne hat, ist definitiv mehr als verwerflich. Das man nur an dieser Stelle als kleine Zeitinfo. Let's go. Direkt in den McDrive. Das Ding ist, ihr werdet jetzt erwarten, dass ich den Song zerreiße. Ja, natürlich pumpe ich den jetzt nicht in meiner Playlist, ich meine, klar. Aber dieser Refrain ist schon catchy, oder? Burger Pommes auf die 1, das geht schon gut von den Lippen, das muss man schon ehrlich zugeben, ey. Wenn die mein Lambo sehen, wissen sie Bescheid. Ein 500.000 Euro Lambo auf entspannt. Alle wissen, dass Lehrer diesen Trick hassen. Unterricht langweilig, keiner hier hat Bock. Direkt danach McDonalds, weil Burger Pommes rock. Alle finden es mega, egal ob Boys oder Girls. Und jetzt rocken alle Burger Pommes Merch. Grüße gehen raus an den Eierkopf Clash. Dein District war so schlecht. Ist das, Alter? Dein Eierkopf wird wie Boxer Kids das Match. Sogar deine Fans wollen das Burger Pommes Rezept. Ja, Pommes, oh. Ja, ich sing's nicht. Das hört sonst geklippt, ihr Schweine. Na. Also man merkt übel krass bei dem Video, finde ich. Er, Lukas, ist so, der fühlt sich wohl vor der Kamera, ne? Das merkt man, achtet mal darauf. Aber er fühlt sich sehr, sehr unwohl. Also wirkt halt zumindest ein bisschen so, ne? Ich frage mich, das Video ist ja gestört, hochwertig, crazy produziert. Also sehr, sehr, sehr gut, sehr stark produziert. Aber der Text passt nicht dazu, fühlt ihr? Also wenn der Text so gut, ich meine, klar, es ist einfach gehalten, es ist für Kids und so, ist mir schon klar, dass man jetzt hier kein Goethe erwartet, das ist logisch. Aber der Text passt irgendwie qualitativ nicht zum Video, fühlt ihr? Wenn der Text so gut wäre wie das Video, wird der Song viel härter knallen, sage ich. Aber ich habe gar keine Ahnung von Musik, ich laber hier irgendwas, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf die Eis, Burger Pommes Talk GTA 6, danach Candy Shop, beste No Cap. Ja, wir leben gerade in einer geilen Zeit, denn endlich gibt es hier Takis und Prime. Lukas kommt mit dem Lambo vorbei und wir holen uns Burger. Ich finde das so krass, dass die alle, Lukas Brawl Stars, iCrimex, Standard Skill, Revive, noch ein paar andere, ich krieg die jetzt gar nicht alle zusammen, dass die alle solche Überkarren fahren. Da fährt ja keiner ein Auto, was günstiges als 150.000, Alter. Das müsst ihr euch mal überlegen. 150.000, Junge. Funny Fact, genau so viel ist das Haus wert, in dem ich aufgewachsen bin. Da haben wir nämlich jetzt gerade erst geschätzt und so weiter, weil wir das verkauft haben, blablabla, ist jetzt unwichtig. Aber dieses Auto hier, ist das ja teurer als 150.000. Dieses Auto ist teurer als das Haus mit Grundstück, in dem ich aufgewachsen bin. Das muss ich mal überlegen. Bruder, was? Jeder beißt einfach so gerne rein. Wie kann es so saftig und knusprig sein? TNT in den McDonalds Minecraft-Style. Wir sprechen. Ja, das ist schon geil gemacht vom Video her, ne? iCrimex schenkt dir Limo ein, denn Paul Berger Burger Pommes beste Kombi geil. Geiles Video, der kann. Also die Hook ist schon catchy, Video ist auch geil, aber so overall Text, ne? Und ich frag mich, Real Talk, also vielleicht bin ich jetzt komisch oder so, aber ich Burger Pommes habe ich wirklich in dem Song das erste Mal in meinem Leben gehört. Ist das komisch? Ist Burger Pommes wirklich ein Ding, dass man Pommes in die Burger reinsteckt? Machen das wirklich Leute? Das ist ein ganz kranker NPC-Move, finde ich aber. Nicht böse gemeint, dann Leute, die das jetzt gerne essen. Ich meine, ja, es ist kein Hollywood-Hit. Ich meine, das ist uns allen klar. Aber, also der Hate ist schon krass. Ich meine, so über-ass ist der Song jetzt nicht, finde ich. Warum YouTube die Dislike-Counter unsichtbar gemacht hat? Mein Opa sitzt seit 15 Jahren im Rollstuhl. Ich habe das Lied angemacht. Mein Opa ist aufgestanden, um es auszumachen. Danke, Lukas. Meine Gehirnzellen haben nach diesem Song gekündigt.
Genug. Ich dachte zuerst, das hat der eine kommentiert. Heißt der nicht auch Marvin, der da drin gesungen hat? Ich dachte, was geht jetzt denn ab? 21.000 Likes. Also die kommen, also das ist ja krank. Man muss ja davon ausgehen, dass sie eine Menge negative Kommentare schon gelöscht haben. Ah, übrigens, kurze Info, weil ich das hier gerade lese. Weil der fühlt sich jetzt ein bisschen schlau. Es gibt so Erweiterungen, die zeigen Dislikes an. Ich kann das euch mal zeigen. Diese App zeigt mir jetzt beispielsweise an, dass Burger Pommes Song 1 Million Dislikes hat. Das stimmt aber nicht. Diese Zahl ist komplett falsch. Diese YouTube gibt die Dislikes nicht raus. Die Apps können es nicht wissen. Was diese Apps machen ist, diese Apps haben ja hunderte, tausende installiert. Die nehmen die Dislikes der Leute, die diese App benutzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dislike, erkennt die App, okay, ich habe das Video gedisliked, rechnet das gegen die Likes hochprozentual und dann kommst du halt irgendwann auf 1 Million. Der Song, ich weiß nicht, wie viele Dislikes der wirklich hat. Ich sage aber, der wird weniger Dislikes haben als Likes. Der wird unter 100.000 Dislikes haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Also diese Zahl ist komplett falsch. Lasst euch davon nicht in die Irre führen. Der wird schon viele Dislikes haben, aber nicht 1 Million. Kommen wir zu einem absoluten Burner-Song von Elina. Und zwar, sie hat ein paar geile Songs, aber Prank-Piraten. Oh. Unser Team auf der YouTuber-Insel. Ich habe nur 5 Folgen gebracht. Projekt war da vorbei für mich, komplett Banane. Aber es ist zumindest dieser Song entstanden, der war arschgeil. Immer wenn wir irgendwo aufgetreten sind auf der Insel, hat Elina den Song auf Bassboost. Es gibt auch wirklich eine illegale Bassboosted-Version. Auch extrem geil. Sprengen euch mit TNT, Prank-Piraten, AOA. Geil, Alter. Geil. Wir sind auf der hohen See und sprengen euch mit TNT. Das waren Gambo, Elina und ich auf der Insel. Elina hat sogar die Wasserkrieger gekorbt dafür. Ja. Für die Insel wird es bald schon richtig teuer, denn wir klauen euch das ganze Nether Ride. Wir kennen dann die Insel mit einer Menge Dynamit und singen dabei und sagen sie mein Lied. Was ich ja cool finde, ja, kurz als Nebeninfo, weil das werdet ihr ja so gesehen natürlich nie erfahren. Elina ist richtig, richtig passionated über Musik. Ne? Also sie, viele Songs, nehmen wir mal Burger Pommes Song, aber das ist nur ein Beispiel, kannst du auf viele Songs übertragen. Das sind professionelle Produktionen. Das heißt, du hast da Leute, die das Video drehen, 2, 3 Leute. Du hast da 2, 3 Leute, die den Text schreiben. Du hast da einen Beatproduzenten. Du hast da jemanden, der das abmischt. Bla, bla, bla. Klar, auch dieser Song hier ist professionell abgemischt und so. Also du hast auch eine gewisse Professionalität hier. Aber Prank-Piraten ist entstanden. Elina hat sich einen Abend mal hingesetzt oder mehrere Abende und hat wirklich einfach sich ein Beat rausgesucht, hat da ein bisschen drauf rumgerappt, hat dann selbst den Song geschrieben. Sie schreibt ja ihre Texte selbst. Und allein das finde ich so strong, weil ihr könnt auf jeden Fall euch sicher sein, so ein Burger-Pommes-Song ist nicht selber geschrieben. Und das finde ich halt cool. Elina ist wirklich so ist ihre Passion. Die hat da richtig Bock drauf. Die beschäftigt sich privat auch damit. Die lernt ja, die kann ja Gitarre spielen auch. Die lernt jetzt Keyboard auch und so. Will jetzt auch Gesangsunterricht machen. Also die hat da, das ist so ihr privates Hobby richtig. Und dabei kommen halt diese Songs raus, die sie dann einfach veröffentlicht mäßig. Das finde ich schon cool. Ne? Und so ist halt Prank-Piraten entstanden, einfach so aus so einer Session, wo sie so, das finde ich so ganz cool. Ne? Das ist sympathisch. Ah, nehmt euch in Acht, wir kennen die Insel. Piraten auf die Macht. Wir segeln auf der hohen See und sprengen euch mit TNT. Prank-Piraten, hey, oh, hey. Prank-Piraten, hey, oh, hey. Wir segeln auf der hohen See und sprengen. Okay, Video hätte sie, also Video muss ich ein bisschen kritisieren. Ich weiß nicht, was das für ein Video ist. Aber sie fährt einfach durch See, man sieht nichts. Am Tag, da schrubbe ich nur das Steak. Doch in der Nacht, da wirst du geweckt. Hab TNT, so circa 1 Steak. Also pass auf, dass ich dich nicht spreng. Du bist Kadett, ich bin der Captain. Sag mir, wer soll dich nur retten? Happen und Gambo in mein Team. Ja. Ich kann gar nichts außer verlieren, ja. Wir setzen den Anker. Nehmt euch in Acht. Von Berlin nach Sri Lanka. Yo, das wusste ich gar nicht. Hä? Ist mir die aufgefallen? Ich komme aus Berlin, also ich wohne in Berlin. Und Gambo kommt aus Sri Lanka. Also wir waren quasi von Berlin über Hamburg, wobei Lina nicht wirklich in Hamburg wohnt, aber von Berlin über Hamburg nach Sri Lanka, ey. Gambo hat uns auch mal eingeladen, da Urlaub zu machen, aber nicht so, also Sri Lanka ist ja auch ein heftiger Touri-Ort. Ich meine nicht so Touri-mäßig Sri Lanka, sondern so real Sri Lanka, aber... Boah, da gibt's Tiere, Alter, das habt ihr noch nie gesehen. Da gibt's. Boah, da ist schlimmer als Australien. Ich war. Uff. Hey, oh, hey.
Aber es gibt noch viele geile andere Songs von Elina, ne? Aber wir schaffen der Folge gar nicht alle, ey. Arschgeile Nummer, so nicht anders, der Benson. Ha, direkt in den nächsten, in den dritten Song. Und da, also das klingt, es fällt ein bisschen komisch. Aber ich sage, das ist mein, glaube ich, Lieblingssong von so, ich sag mal, Influencer-Songs. Es ist ein bisschen komisch, weil er heißt Gewinner-Song für Banks. Also ich meine, ein bisschen eigennützig, denke ich da vielleicht, das ist klar. Aber ich finde, der Song kommt schon gut, der kommt schon gut nach vorn. Wir hören mal rein. Ich glaube, viele kennen ihn vielleicht gar nicht, ne? Wobei, es war schon ein dicker Hit, der hat schon viele Klicks, auch eine Million auf Spotify oder so. Varo Titan Waltz! Ah, eine Wife, zwei Hits, der war weg. Aha. Falsch geschrieben im Untertitel, aber pst. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Also früher war ja Ibro meine Cutterin. Ibro ist jetzt aber mäßig meine Managerin, Assistentin. Und Jamil hat den Job als Cutter übernommen. Der schneidet jetzt, also schon lange, lange ist jetzt nichts Neues. Und der Song ist von Jamil. Ja? Von meinem Cutter. Geil. Das heißt, er hört jetzt gerade, wie ich auf seinen Song reagiere. Das ist ja auch komisch, oder? So easy. Hast du seinen Kampf verpasst? Drück einfach auf Replay. Die Tage sind so schnell vergangen, ich weiß. Sie hatten nicht so viel Zeit, doch Dr. Banks war bereit. Geil, Waltz war schon geil, das Ende war geil. Und Sue gesiegt, doch Banks verliert nie. Banks kommt auf die Insel, hat's verdient. Ja, das war, der Song kam raus, da war ich neu auf der Insel 1. Das ist auf der Insel 1 auch, ne? Warte mal, lass mich mal kochen, warte mal hier. Wo hab ich mein Haus gebaut? Ich versuch das gerade zu sehen. War das nicht? Nee, wo sind die gerade? Warte mal, hier ist der Flughafen. Hier, man sieht das nicht. Das müsste die Candy Baucheck GmbH gewesen sein, oder? Wenn ich jetzt nicht doof bin. Aber dann passt dieser. Aber hier war doch nicht dieses Teil. Boah, ich habe keine Ahnung, wo die da gerade sind. Das war ja vor meiner Zeit. Oder? Also, es sieht so ein bisschen aus, als ob hier mein Haus stand. Fühlt ihr? Aber ich check's irgendwie gerade nicht ganz. Was denn? Dr. Banks hat Owai von Alva schon in 3 Sekunden. Ah, zeigen die ihm Falten hier drin. 3 Sekunden, der ist ja krass. Ja, ja. Ich glaube, der wird das Ding echt gewinnen. Owai war crazy mit Stärke dran dreht. Ah, warte, ja. Hier habe ich mein Haus gebaut. Genau, hier ist es. Also man sieht das nicht, aber hier rechts, genau. Da war Amirs Insel. Hier war die Yacht von Candy. Da war die Bürgermeisterbude so ein bisschen. Genau, die Häuser wurden dann später von iCrimex gesprengt. Da kam dann ein Hotel, glaube ich, hin oder sowas. Und da war mein Haus. Und später war ja hier die Krümelküste von Flauschi, hier hinten, ne, wenn man so weiter gerade ausgefahren ist. Und da war meine Turnschuhvilla. Boah, ist das schon lange her, ey. Eigentlich hatte ich ein Fundier, aber egal. Ich feier den Song nicht krass, muss ich sagen. Die Tränen, sie fließen, sie glauben es nicht. Weil Banks und die Rüstung verzaubert sind. Und der Wolf will ihn mit Bogen killen, doch nicht mit Banks. Enderperle teleport, ja, er killt ihn jetzt. Stani und SU wollen ihn weghauen. Nicht einmal zu zweit bekommen sie ihn down. Boah, das war ein kranker Fight, ne Junge, der ging eine halbe Stunde. Finalkampf. Banks gewinnt the world, yeah. Nicht ein 90er Spieler hat keine Chance, yeah. Stani und der Susi sind nur noch auf Level 1. Dr. Banks, er kommt und schlägt sie mit. Junge, die gehen wirklich in die Booth hier aufnehmen, ins Tonstudio auf der Insel. Das stimmt, das gab's ja. Krass, ey. Geil, geiler Song, ey. Ich glaube, das Ende habe ich noch nie gehört, diese letzten Sekunden. Ich habe vorher immer auf Replay gedrückt. Ich bin so ein Replay-Hörer. Ich lasse den Song so 2 Minuten laufen und dann spule ich wieder nach vorne. Kommen wir zu einem Secret-Song, der so nie veröffentlicht wurde. Und zwar ist das der Minecraft-Freunde-2-Song von Elina. Den könnt ihr euch anhören in ihrer ersten Freunde-2-Episode, ganz am Anfang. Geh mal rein. Bäh.
Sie wird verprügelt von Waschbären, Alter. Das war aber Freunde 1. Das ist genau, was bisher geschah, ist Freunde 1 Stuff. Ja, ja, ja. Das war die Verhandlung mit dem Hexen-Circle. Ich erinnere mich noch, als es gestern. Da hatte Fivey im Hintergrund gebaut mit Autotune, habt ihr das gehört? Freunde, ist den Night am Jahr vorbei. Jetzt kommt eine neue Zeit. Freunde sind wieder da. Ich kann nicht, ich bin textsicher. Ich hab's dir so oft angehört, ich bin textsicher. Du bereitet das ein Like da. Wir dachten, jetzt was war's doch. Sie sind wieder da. Und jetzt kommt der Hit. Gute Zeiten sind vorbei, die Mann. Ich auf, sorry. Freunde, Junge, das war so lustig, der Anfang, ne? Wo der Typ uns alle zusammengeschlagen hat. Also drei Leute hat ihm gestorben. Ja, das ist echt ein Schade, dass sie das nicht zum richtigen Song gemacht hat. Ich sag, die soll das einfach auf Spotify hochladen. Ich glaube, sie hat die Lizenz nicht für den Beat. Herzlich oder so. Aber übrigens auch hier, Elina. Zu Minecraft-Freunde. Warum bin ich so am Übersteuern wieder, Elina? Was muss ich hier hören? Du hast mich gar nicht richtig eingepegelt. Das ist wieder ein Skandal, was ich hier mitbekommen muss, ey. Da brauchst du gar nicht so gucken, ey, wirklich. Gut, Leute. Wir haben auf 4 Songs reagiert. Kurz und knackig, schreibt mir gern alle Songs, auf die ich noch reagieren soll. Also ihr müsst jetzt nicht Elina-Songs reinschreiben, auf die werde ich so oder so noch reagieren. Aber wenn ihr noch irgendwelche Baller-Baba-Hits habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ich verlinke natürlich alle Songs, auf die ich reagiert habe, in der Videobeschreibung, das ist klar. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.